Ein sicheres und stabiles Energieversorgungsnetz. Wir erklären, wie das funktioniert. Maike hat in den Medien schon viel von der Energiewende gehört. Sie ist sich unsicher. Machen erneuerbare Energien das Netz weniger stabil? Woran erkennt sie ein instabiles Netz überhaupt? Und wer sorgt eigentlich dafür, dass es stabil bleibt? Als Netzbetreiber garantiert Amprion ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz. Dazu sind sie sogar vom Gesetzgeber verpflichtet. Damit der sichere Stromtransport gewährleistet ist, überwacht Amprion in der Hauptschaltleitung ständig die drei Variablen Stromflüsse, Spannung und Frequenz. Und das funktioniert so. Amprion beobachtet Stromflüsse und sorgt dafür, dass zum Beispiel Windenergie aus dem Norden Deutschlands im Ruhrgebiet ankommt. Zum Glück ist das Stromnetz eng vermascht. Fällt eine einzelne Leitung aus, fließt der Strom automatisch über eine alternative Route. Dank der permanenten Sicherheitsrechnung von Amprion und frühzeitigen Maßnahmen sind Überlastungen und Stromausfälle so nahezu ausgeschlossen. Damit überhaupt Strom fließen kann, müssen die Leitungen unter Spannung stehen. Dabei darf die Spannung weder zu hoch oder zu gering sein. Um die Spannung zu regulieren, setzt Amprion Blindleistung ein. Die Blindleistung wird unter anderem von den Generatoren der angeschlossenen Kraftwerke erzeugt. Falls einmal nicht genug Kraftwerke am Netz sind, kann die Hauptschaltleitung zusätzliche Betriebsmittel, wie zum Beispiel Kondensatoren, einschalten, die die Blindleistung bereitstellen. In Zeiten der Energiewende wird sehr viel Energie aus Wind- und Solaranlagen eingespeist und die Anzahl der Kraftwerke am Netz nimmt ab. Für einen sicheren Netzbetrieb werden diese zusätzlichen Betriebsmittel daher immer wichtiger. Die Frequenz zeigt an, ob ausreichend, aber nicht zu viel elektrische Energie im europäischen System ist. Das ist in Zeiten der Energiewende eine Herausforderung. Falls zum Beispiel Windkraft und Sonnenkraft weniger Energie liefern als erwartet, reguliert Amprion die Abweichungen in seiner Regelzone. Damit die Frequenz im gesamten europäischen Wechselstromnetz konstant 50 Hertz beträgt, steuern die Systemführer in Europa ständig nach und sorgen so für ein Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch im Versorgungsgebiet. Maike bekommt von all dem nichts mit, weil Amprion ständig die drei Variablen Stromflüsse, Spannung und Frequenz überprüft und entsprechende Maßnahmen ergreift. Kommt der Strom jederzeit zuverlässig bei ihr aus der Steckdose. Großartig!